Today is a great, wonderful, amazing, incredible day, and I'll tell you why. Because it's a Germany day. German memes with English subtitles. I need the English subtitles. Without further ado, let's get into this reaction. Let's go. Eis hier überall. Sie gehen überall rein. In der Mitte am besten da. Ja. Ich will schon mal gucken, nicht, dass es zu hart ist. Nicht drauf? Ja. Motherfucker, fuck the fucking world, and my new band is called Sis Kill. Oh my god! What? Did he not know his eyes? He had to know. That just can't be real. Did he do that on purpose? Why would you do that? Why would you? Mate, honestly, so I feel like there's no brain cells in some people, but why did he do that? It's called Sis Kill. I feel like he's broke his ankle. Oh! Oh, mein Arsch! Oh, ich guck, es geht gar nicht runter! Perfekt, oder? Ja, meine Mutter ist auch nicht mehr da und jetzt mein Dad ist so krank. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich alles fühle. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Ja, das ist also eine Weihnachtsbaumkanone und die ist dafür da, um einen Weihnachtsbaum abzuschießen. Und der Sinn dahinter? This is a Christmas tree cannon and this is for shooting Christmas trees. Like, what the fuck? Like, why? 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 What is the purpose? That's what she's asking. Und die ist dafür da, um einen Weihnachtsbaum abzuschießen. Und der Sinn dahinter? Frage ich mich auch. Jugendliche aus ganz Deutschland können bis zum 18. Oktober über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Diese Wörter stehen zur Auswahl. Shish, wild, Digga, sass. Cringe, akkurat, sane, papatastisch, Geringverdiener und Mittwoch. Abstimmen können Interessierte über die Website des Langenscheid-Verlages. I do not get that, but okay. Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da, gewonnen hat Cringe. Aber was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Läuft bei dir, ARD. I'm guessing this is something that she was basically trying to do, like some slang that young people do in Germany, and it was very cringe, basically what she was doing. I think that's what it meant. I think I needed to be German to like actually get that, but okay. Wir machen so eine Nachtreportage fürs ZDF. Ja. Ja. Welches Fernsehstar, ja? Ja, naja, Star weiß ich nicht, aber Fernsehstar, da ist jedenfalls die Kamera. Sind Sie aus Berlin? Man hört es doch an der Klappe, oder? Das stimmt, ja. Also, dann schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Gut schaffen, ne? That laugh is hilarious. Ich dreh noch völlig durch. Kokain! Überall Kokain! Überall Kokain! Mal 5 Volt. Okay? Und das löse ich jetzt nach Beta auf. Okay? Es ist jetzt... Wow! Das ist okay. Haben wir das auf Video? Geil! Oh shit, ey. Schreiben Sie, heute wäre unser Dozent fast gestorben. Die haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt. Keiner kümmert sich drum. Ah, da ist er. Super.
Auch in diesem Jahr können Jugendliche über das Jugendwort des Jahres entscheiden. Und diese 10 Wörter stehen in der ersten Abstimmungsrunde 2022 zur Auswahl. Gommemode. Gommemode. The German YouTuber GommeHD had his own popular Minecraft server in which he sometimes played minigames and trolled his unaware opponents by making himself invisible. In the videos he made about that, he always referred to that as turning on Gommemode. Ah, okay. Okay. This comes from the goal celebration of the Portuguese footballer Cristiano. Ah, okay. Smash. Smash is getting drunk, right? Smash to bang, to hook up. Wild. Digger. Yeah. Macher. It's someone who does things without hesitation. Is it? Is that true? Bodenlos. Bottomless. Used to describe something really bad or outrageous. That's bodenlos. Slay. We know what slay is. Don't worry about that. Guys, what's funny about this? Now I get what's funny about it. Why is this a thing? Why is this woman, this news reporter, reporting on what the trendy words of today is? It's like updating all the old people on that, on what the slang words mean. That is so funny. Why do you even have this? Sus. What does he say, sus? Bodenlos. Oh my god. Slay. Slay. When someone is really confident or achieves something really big. Yeah, slay, sis. Yeah. Sus. Okay. Suspicious. Yeah. Actually, is it originally from the Among Us? I don't know. I think sus is like, if you're sus, you're on the down low, you're gay, or a little bit sus. I don't know. Und Bre. Die Abstimmung läuft bis zum 13. September über die Website des Langenscheid Verlags. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Es ist Smash. Aber was bedeutet das eigentlich? Wer jemanden smashen will, würde die Person beim Online-Daten nach rechts wischen oder auch mehr. Why is this a thing? Das Gegenteil davon ist Pass, eine Abfuhr. Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. Deine Schülerin weint. Chantal. Ja? Heul leise. Achtung. Das ist... Das ist perfektes, klares, frisches, was durchsichtiges Wasser. Süßwasser! Süßwasser! Sorry, he keeps putting explanations Süßwasser. There. I should really read it, right? But it's so quick, I can't pause it. This clip is from a YouTube survival show, Seven vs. Wild. In that season, 7 people were abandoned individually in Panama with a maximum of 7 items to help them survive for 7 nights. This was Sasha Huber, an Austrian YouTuber and participant of the show, when he found a source of drinkable water. Okay. Er dachte, ich wäre ein Penner. Und diesen Ausdruck kann ich durchaus nicht ab. Ich habe studiert, ich bin Captain zur See und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pötte. So he's a captain of a ship and he's done his studying, okay. This video was an excerpt of a documentary about a discounter at the Red Light District, I don't know, in Hamburg. The documentary was originally from 2007, but was uploaded to YouTube in 2020 during COVID. There it gained so much popularity that the producers produced new documentaries about the same discounter in 2022. Okay. Die Entscheidung über das Jugendwort des Jahres geht in die nächste Runde. In diesem Jahr könnt ihr aus den folgenden Top 10 wählen. Auf Lock. Take something serious. Darf er so? Is he allowed to do that? Can he do... Okay. Digger.
Goofy. Goofy. Kerl in. Kerl means basically dude, bloke. Since in German, the general form to designate a group of people is grammatically masculine, generic masculine. There's a form to gender these designations. For example, der Lehrer, der Lehrerin, der die, blah, blah, blah. Okay, great. NPC. Riz. I know what NPC is. Side eye. Side eye. Slay. YOLO. Die Abstimmung für die Top 3 läuft dann bis zum 13. September, wie immer, auf der Website des Langenscheid Verlags. War YOLO nicht mal Jugendwort des Jahres 2012? Das Jugendwort 2023 steht fest und es ist... Why is this a thing? Goofy. Goofy. Okay. Also ich hätte auf NPC getippt. Naja. Das nächste Mal bin ich dann aber raus. Nein, zu lang. Warte! Stopp, anhalte! Papa, da ist rot. Das ist rot, Papa. Okay, habe ich verstanden. Das ist grün. Oh my God, that's the most German baby. even the baby was like, stop, it's red. Now it's green, now you go. Even the baby's like, you will follow the rules. Das, ah! Oh my God, that is so viel. Das ist doch nicht, dass der Papa nicht ran könnte. Lass mal hören, wie ist denn die Stimmung? Ziegenzange, Ziegenzange! Ziegenzange, Ziegenzange! Hip, hip! Hip, hip! Sieg! Das darf doch nicht wahr sein, Mensch. Was? So viele alte Kameraden haben dir das gesagt. Does that something to do with like Nazi stuff? Anyways, let's continue. I think that's what that joke was about, because it said hail. Also Rauchen ist ab 18 freigegeben. Yeah, yeah. Warum nicht Alkohol ab 18? Warum? Das ist eine gute Frage. Weiter. Markus, warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen 0 Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Nur. That is true though. That's ridiculous. I don't know what that 0 Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. The woman is Marlene Motzler. She was the Federal Drug Commissioner until 2019. I'm glad she's not one anymore. It doesn't make sense though. Like 1,000 deaths, like how many deaths from alcohol, but it's legal. Cannabis, 0 deaths, but it's illegal. It doesn't make sense, to be honest. It doesn't. Even if cannabis, I think, could lead to a death inadvertently if, I don't know, you smoked some weed and you fell asleep and then the fire alarm went off and you got burnt in your house, or you got so stoned that your reactions were a little bit slower and you were too loving towards someone and trusted them with your trust and then they stabbed you in the back, literally. Those are two ways, but actual smoking weed is not gonna make you like sick, so it's not exactly the same as cannabis, as alcohol, so it should be legal, right? Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? What? Meine Chicken Nuggets verbrennen! Mein Chicken Nuggets are burning.
I didn't even really need to read the subtitles for that. Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Big Tasties so good. Und immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen, Susanne. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Once you get the giggles, that's it. Once you get the giggles, it's so hard to like not have the giggles anymore. Oh no. Es tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nicht zu retten. Oh Mann. So, aber jetzt. Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das zutiefst. Aber... aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist, bin ich durchaus der Meinung, dass wir eine Unterhaltung über die rechts- und innenpolitischen Fragen, die hier entschieden werden müssen, bei nächster Gelegenheit in einer etwas verständigeren Atmosphäre fortsetzen sollten. Some of them went right over my head, but that was very, very funny. I love German memes. I definitely do think you take the mick out of like how curt you are and how like straight to the point you are as a people, and your sense of humor really does reflect the German way of being, and I enjoy them. Guys, thank you very much for watching. Until the next one, I will see you very soon.